Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Plan, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentwick. Hey, geht es dir auch so? Du arbeitest fleißig, bist angestellt oder unternehmerisch tätig, bekommst ein gutes Gehalt, hast gute Gewinne und eines Tages kommt der Tag, wo du, auf einmal nicht mehr arbeiten willst, kannst oder nicht mehr arbeiten darfst. Sprich, wovon lebst du, wenn du nicht mehr aktiv arbeiten gehst oder kannst? Hast du darüber schon mal Gedanken gemacht? Naja, die einen sagen, hey, ich habe doch ein Versorgungswerk, das sind so viele Selbstständige, Steuerberater, Rechtsanwälte, Ärzte etc. Die sollten auch gut zuhören, denn das Thema geht sie genauso an. Und andere sagen, ach, ich habe doch im Prinzip einen Arbeitgeber, ich bin in der deutschen Rentenversicherung, der Vaterstaat wird es schon für mich richten. Ist das wirklich so? Deshalb der Titel des heutigen Podcasts: Kipppunkt bei der gesetzlichen Rente steht bevor. Und was bedeutet das für mich? Ich habe hier einen Artikel auf dem Schreibtisch liegen, den ich hier als Vorlage nehme für diesen Podcast. Das ist von einem Investmentfondsmanager, dem Bert Flossbach von Flossbach von Storch, ein sehr renommierter Vermögensverwalter, der sitzt sogar in Köln. Der hat den Artikel in Fonds Online geschrieben und sagt, das deutsche Rentensystem verschlingt einen immer höheren Anteil am Haushalt. So kann es nicht weitergehen, sagt der Vermögensprofi Gerd Flossbach und fordert eine Stärkung der kapitalgedeckten Altersvorsorge. Und hey, das geht jeden an. Bitte bleib also dran in den folgenden Minuten. Ich möchte dich da ein bisschen wachrütteln, wenn du noch nicht wachgerüttelt bist. Oder du bekommst die Bestätigung, hey Holger, super, danke nochmal für den Tipp, aber ich bin da schon, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Tja, Deutschland wendet immer mehr Geld für sogenannte Sozialleistungen auf im Bundeshaushalt. Das heißt, der Vaterstaat, muss dir vorstellen, hat Geldeinnahmen, Steuereinnahmen und dieses Geld haut er wieder raus. Manch einem ist das sicherlich sehr, sehr bewusst geworden in der Corona-Krise, die wir seit anderthalb Jahren haben. Ich nehme den Podcast auf im August 2021. Da geht ja eine Riesenkohle rein, die für Corona-Maßnahmen etc., für Lockdowns, für Leute, die dadurch nicht mehr arbeiten konnten, für Kurzarbeitergeld und so weiter. Vielleicht ist dir das da mehr bewusst geworden, wie der Vaterstaat mit den Finanzen umgeht. Es wird das gebraucht. Was macht er? Es werden Schulden gemacht. Und die müssen natürlich wieder bezahlt werden eines Tages. Aber die Sozialleistungen, die der deutsche Staat auch hat, sind Arbeitslosengeld, Bestattungskosten, wenn einer die Beerdigung nicht selbst bezahlen kann, also die Angehörigen das nicht bezahlen kann, dann Leistungen für Kinder und Jugendliche, Elterngeld, dann die ganzen Hartz-IV-Geschichten, für Arbeitssuchende die Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch und so weiter. Dieses Geld verschlingt mittlerweile 33% des Gesamthaushaltes. Das heißt, von den Einnahmen, die der Vaterstaat hat, geht über ein Drittel geht für solche Ausgaben raus. Und das ist jetzt keine Investition. Ihr wisst immer, die Definition von Investition bedeutet, ich investiere Geld, um damit mehr Geld zu machen. Nein, das ist eine Ausgabe. Der Vaterstaat gibt hier Geld aus für Bürger. Wir müssen nicht darüber diskutieren, ob das gerecht ist oder nicht gerecht ist. Das ist hier an dieser Stelle nicht zu untersuchen in meinem Podcast. Da kann sich jeder selbst was zu denken. Dafür ist der Vaterstaat, Leute haben eingezahlt in Sozialversicherungssysteme. Also hat man dann, auch wenn man Probleme hat, einen Anspruch darauf, hey, Vaterstaat, jetzt tu du ein bisschen was für mich. 33% des Staatshaushalts geht mittlerweile für solche Dinge raus. Das heißt, der Rest des Geldes kann nur dann verwendet werden, um andere Sachen zu bezahlen. Ja, da sind Schuldentilgungen dabei und. Und der Vaterstaat, stell dir vor, der ist wie ein Unternehmen, der sollte ja auch wieder in neue Sachen investieren, die vielleicht ihm mehr Geld bringen, in Form von mehr Steuern, die er vereinnahmen kann. Dass er praktisch die Konjunktur am Laufen erhält, wie das so schön heißt. Das wird immer bedenklicher. Naja, verantwortlich für diesen steigende Sozialversicherungsquote sind vor allen Dingen steigende Ausgaben für die Renten- und Krankenversicherung. Das hat mit dem demografischen Wandel zu tun. Naja, was bedeutet das denn? Wie funktioniert denn eigentlich die deutsche Rentenversicherung? Die Leute, die in die deutsche Rentenversicherung einbezahlen, ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, da sieht man ungefähr, es gibt von den Eckdaten her 56 Millionen Versicherte bei der deutschen Rentenversicherung.
Das ist der Stand von Dezember 2019, habe ich gefunden. Es gibt Rentner 21 Millionen, das heißt also Leute, die Rente beziehen. Es gibt insgesamt von 84 Millionen Deutschen, die wir haben als Einwohner, 44 Millionen, die erwerbstätig sind. Also erst einmal, lasst es auf der Zunge gehen, von den Deutschen arbeitet eigentlich nur die Hälfte, kann arbeiten. Dann haben wir das zweite System, es sind mittlerweile viele Leute, die arbeiten im Niedriglohnsektor. Das heißt, die verdienen nicht viel, die verdienen vielleicht ein paar hundert Euro im Monat, vielleicht 1000, 1500 Euro netto, das ist nicht so viel. Und der durchschnittliche Rentner, ihr habt also gehört, es gibt ungefähr 21 Millionen Rentner, bekommt männlich 1.178 Euro monatliche Rente. Das sind nämlich Werte aus 2020, die ich gefunden habe. Und eine Frau 768 Euro monatliche Rente. Um das mal kurz zu dokumentieren. Durchschnittswert heißt, man nimmt im Prinzip den gesamten Rentnerbestand und guckt, wie viel Rente geht raus, an wie viel Rentner, teilt das Ganze, setzt das ins Verhältnis, so bekommt man einen Durchschnitt. Um das mal ein bisschen zu relativieren, die sogenannte Höchstrente, das ist praktisch der Idealrentner, der würde nach 45 Beitragsjahren, wenn er immer den Höchstbetrag eingezahlt hat, von dem was er verdient hat, würde er 3.145 Euro Rente bekommen. Ich sage aber mal so ein bisschen ketzerisch, diese Leute kannst du an einer Hand abzählen. Da gibt es nicht viele von. Weil, das zeigt auch, der durchschnittsmännliche Rentner 1.178 Euro, da klafft eine Lücke von 2.000 Euro. Wo sind die geblieben? Und Frauen 768 Euro. Erstmal, warum haben Frauen weniger? Ja, durch die Fähigkeit, Kinder zu bekommen, ist natürlich Elternzeit dabei, Erziehungszeit mit dabei. Das heißt, Frauen gehen in der Regel nicht voll arbeiten, können deshalb nicht volle Lotte einbezahlen. Und mit 768 Euro Rente, du weißt, wo du da landest, wo derjenige landen wird, der ist Sozialhilfeempfänger im Alter. Das heißt, der wird dann auch wieder die Sozialkasse belasten. Und das ist ein Bild, wenn man sich das mal zeichnet, ist es sehr, sehr, sehr prekär. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Holger, ist doch gar nicht mein Problem. Ich zahle ein in Versorgungswerke. Ich bin Arzt, Zahnarzt, ich bin Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, die haben eigene Versorgungswerke aufgebaut, die auch ganz gut noch laufen. Die gehen ungefähr mit um die 3.000 Euro nach Hause. Ich sage hier auch mal einen Durchschnittswert. Ich kenne viele aus dem Bereich, weil ich diesen Bereich ja, wie der ein oder andere von euch weiß, sehr intensiv betreue. Das heißt, die bekommen ganz gute Renten. Aber selbst das wird nicht ausreichen. Wir müssen darüber reden, was ist, wenn du mit 65 oder 67 Jahren Rente gehst. Du bist heute um die 30, 40 Jahre. Was ist das von der Kaufkraft noch wert? Naja, geh mal von aus, vielleicht die Hälfte. Hälfte heißt, 3.000 Euro Rente sind vielleicht von der Kaufkraft 1.500 Euro. Jetzt überleg mal, wie weit würdest du mit 1.500 Euro monatliche Rente kommen? Ich sag mal ein bisschen, vielleicht kannst du da gerade mal deine Miete von bezahlen, die Nebenkosten deines Hauses bezahlen, aber große Sprünge macht man nicht. Also ergibt sich daraus ganz klar, ich muss selbstständig Altersversorgung aufbauen. Wer sich da auf den Vaterstaat verlässt oder auf Versorgungswerke verlässt, ja hallo, der ist verloren. Mein Lieblingsspruch in der Beziehung, nimm das selbst in die Hand, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Denn dann hast du eine Chance, etwas aufzubauen. Ich war nochmal bei den Versorgungswerken, wenn da viele sagen, ach, das ist ja eine gute homogene Gruppe, aber da haben wir auch natürlich mittlerweile die Demografie als Problem. Das heißt, Bestandsrentner werden immer älter, die sterben nicht mehr so schnell weg. Dann gibt es natürlich auch Ältere, die haben jüngere Partner geheiratet. Es gibt gleichgeschlechtliche Partner, die mittlerweile auch davon partizipieren, von der Rente. Das heißt, auch diese Zahlen muss natürlich ein solches Versorgungswerk abfedern. Diese Herausforderung muss ein Versorgungswerk natürlich auch abfedern. Und man hat natürlich auch die Sache, ich kenne das sehr, sehr aus meinem Umfeld, die Leute, die in Praxen gehen, der Anteil der Frauen steigt enorm an. Vielleicht sind die cleverer, die studieren da Medizin, Zahnmedizin oder andere Berufe. Das heißt, die Männerdomäne, wo der Mann eine ganze Familie davon ernähren muss, ist auch noch vorhanden, wird aber statistisch gesehen weniger, weil immer mehr Frauen bauen eine Familie auf, bekommen Kinder und arbeiten, aber dann halt nicht Fulltime. Nicht Fulltime arbeiten bedeutet, die zahlen natürlich keine Höchstwerte ein in die Versorgungswerke.
Auch dadurch werden sich Rentenwerte natürlich gravierend verändern. Also auch wenn du in einem Versorgungswerk drin bist, du hast auch die Herausforderung zu gucken, verlass dich bitte nicht allein auf das, was du eingezahlt hast oder auf diese Versorgungssysteme, die haben auch ihre Herausforderungen. Du musst hingehen und selbst Kapital aufbauen. Nochmal zurück zu dem Artikel, die Rentenmisere wird die Politik dominieren, steht es so drin von dem Bernd Flossbach, dem Artikel. Naja, klar, ist natürlich kein populäres Thema. Auf der einen Seite merkt er sicherlich, wenn man jetzt ein bisschen in die Politik reingeht, die Rentner sind sehr, sehr, sehr wichtig für die Politiker. Deshalb gehen die auch gerne in Altenheime rein, lassen sich da mit Opa und Oma fotografieren. Wir sind für euch da, wir gucken, dass die Renten gezahlt werden, ansteigen und so weiter. Das heißt, das ist eine große Wählerschaft. Das sind von 84 Millionen, hat man im Prinzip 21 Millionen Rentner. Und wenn die Rente läuft, dann sind die zufrieden, sagen, hey, meine Politiker, auf die kann ich mich verlassen. Ich habe jahrelang hart gearbeitet und jetzt habe ich meine wohlverdiente Rente und die sorgen dafür, dass ich weiter bekomme. Also man darf nicht vergessen, das ist eine Wählerschaft, die ist immer im Fokus der Politiker drin. Die Leute, die aber heute anfangen zu arbeiten, ja, die dafür sorgen müssen, dass das ganze Rad am Drehen bleibt, dann ist es ja ein Generationenvertrag. Ich will euch mal ein Beispiel geben aus dem Artikel. Im Jahr 1965 steht da drin, finanzierten noch 5,5 Beitragszahler einen Rentner. Da war das Verhältnis also 5,5 zu 1. Das heißt, du hast 5,5 Leute, die arbeiten gehen, zahlen Rente. Und diese Rente ist ja ein Umverteilungssystem. Das ist nicht kapitalgedeckt. Das bedeutet, was reinkommt an Geld, wird nicht verzinst, angelegt, da werden keine Rendite mit erzielt, sondern dieses Geld wird an Rentner ausbezahlt. Und in 1992 lag diese Quote nur noch bei 2,7%. Das heißt, ein Rentner muss jetzt von 2,7% Beitragszahlern gesponsert werden. Vorher waren es 5,5. Hey, da merkt doch jeder, da muss man nicht mathematisch begabt sein oder Volkswirtschaft oder sonstige Sachen verstehen. Das Verhältnis hat sich halbiert. Wie kann denn das gut sein? Es sind weniger Leute, die einzahlen, die dafür sorgen müssen, dass für den, der in den Rente gegangen ist, auch das Geld stabil über die Jahre hinweg bezahlt wird. Huh, das wird ganz spannend. Und eine Prognose geht sogar dahin, dass in 2045 dürfte die Hälfte des Bundeshaushaltes für die Rentensicherung draufgehen. Boah, also muss sagen, mir macht das als wirtschaftlich denkender Mensch doch schon ein bisschen Kopfzerbrechen, muss sagen, hey, naja, sag mal Kopfzerbrechen, ich kenne das Problem, Problem erkannt, Problem gebannt, das heißt für mich, ich muss gucken, dass ich möglichst viel Geld in eine private Altersversorgung investiere, wo ich die Verantwortung in die Hand nehme, wo ich gucke, dass ich mit meinem Geld bei möglichst niedrigen Kosten in den Produkten eine maximale Rendite rausholen. Was sind Lösungen? Eine ganz klare Sache. Man muss in kapitalgedeckte Altersversorgungssysteme reingehen. Der Vaterstaat versucht mittlerweile dahin zu denken. Es gibt ja Vorbilder aus dem nordischen Bereich. Ich glaube, die Dänen sind das. Die haben kapitalgedeckte Systeme. Das heißt, da wird im Prinzip ein Teil der Rente, die reinkommt, angelegt vom Vaterstaat in Produktivkapital, das heißt in Unternehmensbeteiligung, in Aktien, weil dort sind einfach ganz klar Renditen zu machen, um das System abzufedern. Nach dem Motto, wenn ich schon Geld habe, das in den Pott reinkommt, es vermehrt sich ein bisschen nicht durch weitere Einzahlungen, sondern durch Rendite, weil ich dort Kapitallagen drin habe, die sehr lukrativ sind, dann hilft es natürlich auch, dieses Thema ein bisschen abzufedern. Muss auch so gemacht werden. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal in die Glaskugel gucke, dass das in Deutschland auch eines Tages kommen muss, eine ganz klare Sache. Aber da muss der Politiker natürlich eine Sache lösen, denn das ist ja unpopulär. Der Deutsche meint, Aktien sind Gift. Da habe ich auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Das ist für mich absoluter Blödsinn. Man muss immer gucken, welches Risiko kann ich eingehen? Ist es ein Risiko? Welches Geld gehört da rein? Und langfristig gesehen gehört in jedes Portfolio eine Produktivbeteiligung, sprich Aktienkapital rein. Das muss natürlich auch gut, sinnvoll
und strategisch gemacht werden. Das kann man nicht mal einfach da hinschlurzen. Ach, ich kaufe jetzt mal ein ETF, ich lese das, eine coole Sache, und denke, damit ist die ganze Sache gewuppt. Nee, auch da muss man sich ein bisschen Gedanken drüber machen. Das kann man dann mit guten Strategien wirklich so schaffen, dass man im Jahr durchaus 5% Durchschnittsrendite schaffen kann. Das ist bei meinen Mandanten jedenfalls gang und gäbe, dass man das über die Jahre hinweg im Durchschnitt schaffen kann. Heißt also ganz klar, Geld muss rein in Produktivkapital. So, ich sagte, der Vaterstaat muss darüber nachdenken, hat aber auf der anderen Seite durch einen ganz gravierenden Fehler gemacht. Das war durch den Börsengang der Deutschen Telekom vor, ich weiß gar nicht, wann das war, 20 Jahren oder so, wo im Prinzip jeder Deutsche bis hin zu ihrer Putzfrau und dem Taxifahrer, die auf einmal sagten, hey, ich kaufe die Telekom-Aktie, und es ist ja voll in die Hose gegangen. Telekom ist an die Börse gegangen, ist also privatisiert worden, und Menschen haben sich daran beteiligt, in der Hoffnung, auch wenn der Vaterstaat sagt, ist eine tolle Sache, wurde von einem Schauspieler damals bekannt, ich glaube, wie heißt der, Manfred Krug oder so heißt der, glaube ich, ein Schauspieler, ein älterer, der recht bekannt war, der dachte, ich investiere in diese Aktie, damit ist auf einmal die Telekom als Aktie hoffähig geworden. Aber Leute, diese Sache ging leider in die Hose, das haben immer noch Leute im Hinterkopf, Aktien ist doch schlecht, das kannst du nicht machen, das geht doch alles in die Hose. Ja, bei der Deutschen Telekom war es so, aber es war ein Einzelrisiko, wieder wie üblich, wenn Vaterstaat versucht, im Prinzip Leuten etwas schmackhaft zu machen, recht dilettantisch, recht unprofessionell. Das kann man selbst in die Hand nehmen und viel, viel besser machen. Jo, das war so ein bisschen Rundumschlag zu dem Thema, wovon willst du eigentlich leben, wenn du im Alter kein aktives Einkommen mehr hast? Quintessenz ist, verlass dich nicht auf staatliche Systeme, nicht auf Versorgungswerke, auch die haben Herausforderungen, sondern hilf dir selbst, geh hin, erhöhe deine Sparquote, check das durch. Und auch wichtig, guck dir an, was hast du an Anlagen momentan. Bei vielen Deutschen sehe ich immer noch den Akt, wenn ich die mitnehme, nimmt aus dem Termin heraus. Das deutsche Liebeskind ist nach wie vor eine Lebensversicherung, wird nach wie vor von Versicherungsvertretern verkauft. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber anscheinend, es gibt so viele Versicherungsvertreter, die natürlich auch ihr Geld verdienen müssen in Form von Provisionen. Und da wird eine deutsche Kapitallebenssicherung immer noch als eine gute Alterssicherung dargestellt. Ich muss sagen, nee, das unterstreiche ich überhaupt nicht. Ich sehe, dass die Renditen mau sind, dass sie sehr, sehr wenig sind. Teilweise sehe ich sogar Verträge, die in den letzten paar Jahren so umgesetzt sind, dass das eingezahlte Geld gar nicht in gleicher Höhe gutgeschrieben wird. Auf gut Deutsch gesagt, man entspart. Du, dann kannst du dein Geld aus dem Fenster hinauswerfen. Was ich damit sagen will, geh auch hin, checke deine vorhandenen Kapitalanlagen, Ersparnisse, Altersversorgung, Standbeine durch und prüfe sie auf Herz und Nieren und nimm das Ding bitte nicht erst raus, wenn du kurz vor der Rente stehst, einen Monat vorher, und sagst, ach, was kriege ich denn? Upp, und du kriegst dann Pfefferminzschock, weil du merkst, das versprochene, damalige, hochgerechnete Kapital kommt in keinster Weise heraus. Dann hast du nämlich eine riesen Versorgungslücke. So, in dem Sinne, ich hoffe, ich habe dir da ein paar Tipps geben können und dich anregen können, darüber nochmal nachzudenken. Sprich bitte auch deine Freunde, Bekannten und Arbeitskollegen an auf dieses Thema. Leite ihnen doch einfach den Link dieses Podcasts weiter. Und wenn dir dieser Podcast gefallen haben sollte, gib mir doch bitte eine schöne Bewertung, schreib ein paar nette Sätze dazu und gib mir gerne auch eine Empfehlung, dass du diesen Podcast gerne hörst, denn dadurch wird der Podcast viel besser in den Medien gefunden und ist natürlich besser gelistet und kann von noch mehr Menschen gehört werden. In dem Sinne, alles Gute, dein Holger.